Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Drakensang Online. Wir werden heute weitermachen. Ich bin Elfa von Studio 5 und das ist Juline. Hallo. So, wir befinden uns in Verians Zuflucht und wenn ich das richtig im Kopf habe, haben wir zwei Aufgaben, die wir fertig haben, jetzt nur noch abgeben müssen. Das werden wir heute mal machen. Und zwar haben wir einmal, sollen wir die 10 Schlammextrakte abgeben. Das müsste, glaube ich, direkt hier drinnen sein. Die gute Frau ist, glaube ich, steht direkt hier. Ja, Pearly, die Alchemistin. Das Gesicht der Wirtschaft. Ah, nee, sie hat irgendwie was Neues für uns. Kann das sein? Die Konkurrenz mag über meine Methoden die Nase rümpfen. Aus Unwissenheit. Wenn Leute wie ich nichts verkaufen könnten, bedeutete es für uns alle das Ende. Aber dank euch kann ich nun mit den Schlammextrakten die begehrten Gesichtsmasken anfertigen. Okay. Naja, immerhin kriegen wir was da dafür. So, ich will die zweite auch noch abgeben. Bevor wir so richtig loslegen. Und da müssen wir wohin? Ach, das ist auch... Ja, ich entsinne mich. Die wilde Jagd hier. Schwester Liadan. Gut gemacht. Wir haben das wütende Heulen bis hierher gehört. Leider wird sich ihre Wut wahllos bahnbrechen, auch gegen uns. Und wenn schon. Hoffentlich ist unsere List von Erfolg gekrönt. Was sollten wir tun, wenn die Schwarzfälle uns anstelle des Kultes angreifen und ihre Zusammenarbeit fortsetzen? Finde heraus, ob die Schwarzfälle mit dem Nefertari-Kult im Streit liegen. Wie auch immer wir das machen sollen. So, und das heißt, wir haben hier einen Folgeauftrag. Dann haben wir was im Wurzelgrund. Ach so, übrigens hier die Göttin der Jagd, der ewige Hain. Ihr könnt euch vielleicht erinnern beim letzten Mal, wir sollten ja hier den Champion B-Ridge auf dieser Jagdruflichtung, die wir dann ja auch gefunden haben, töten. Nur leider war er nicht da oder sie nicht da. Wir hatten das ja mehrmals probiert und das wäre natürlich schon durchaus von Interesse, wenn wir uns hier die Stiefel ergattern könnten. Das wäre ja mal nicht schlecht, ne? Ja, also wer zumindest wer etwas dazu weiß, wer hier mir sagen kann, ob die regelmäßig weg ist oder ob die nur beim Event irgendwie da ist. Es geht hier irgendwie aus den Informationen, hier geht das nicht draus hervor. Jedenfalls lese ich hier nichts draus, dass das nicht eine ganz normale Quest ist. Naja, jedenfalls ist die nie da gewesen und jedenfalls nie, wenn ich da war. Das war irgendwie etwas, ja, doof, würde ich mal sagen, ne? Nicht so schön. Ja, wir können immer noch hier nach Warholm reisen. Das ist ja ewig und drei Tage her, dass wir da waren. Wir haben auch jetzt ganz viele von diesen Reisesplittern auf der Bank. Und wenn ich mich entsinne, wir sollen die 300 Werwölfe töten. Aber irgendwie war das zumindest eine Event-Quest. Sehe ich das richtig? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls kann ich mich daran noch irgendwie erinnern, dass das doch so war. Ja, gut. Ich würde sagen, wir machen einfach hier mal Stück für Stück weiter. Von oben bis unten einfach runter. Dass wir hier von den Nebenaufgaben mal ein bisschen wegkommen und uns dann hier wieder auf die Hauptquest dann konzentrieren können. Ja, so machen wir das. Suche drei Hinweise auf den Streit zwischen der wilden Jagd und dem Nefertari-Kult. Okay. Und das können wir auch reitenderweise am besten machen. So.
So, ich werde jetzt mal sehen, ob ich besser navigieren kann, wenn ich hier mehr klicke. Das könnte durchaus sein. So, ich hatte gerade den Eindruck, dass die Musik sehr laut ist. Kann das sein? Kommt mir das nur so vor? Naja, ich werde es nachher sehen. Das ist wahrscheinlich der Nächste, der das auch machen möchte. Ah ja. Habe ich mich jetzt hier festgefranst? Da liegt doch schon was für uns. Eine Leiche des eines Nefertari-Verbündeten, der durch Pfeile von der wilden Jagd getötet worden ist. Kommst du vorbei? Geht's? Ach, da ist die nächste Leiche. So, gut. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall hier mal... bisschen aufräumen, das übliche so, damit mal Ruhe ist. Ah ja, okay. Noch irgendwelche Fragen? Jo. Da müssen wir den dritten noch finden. Das heißt, die bekriegen sich also tatsächlich hier. Ja. Und das heißt, wir können auch jetzt wieder direkt zurück. Und das könnten wir auch mit dem Rückruf machen. Dann müssten wir uns jetzt hier nicht mit den Jungs hier auseinandersetzen. Meine Güte, was ist denn hier heute los? Also ich habe den Eindruck, wenn ich hier klicke, läuft das irgendwie flüssiger mit dem Navigieren, als wenn ich die Maus festhalte. Ich hoffe, dass das da nicht... ja. Also das würde ja eigentlich... wir wollen ja auch nicht ganz ohne Spaß hier leben. Hau mal rein. Oh ja, da stehen sie alle in Reihe und Glied. Komm mal her. Hallo. Was, noch einer? Da ist ja noch einer. Nicht ganz getroffen. Verdammt. Ja, kommt ruhig alle. Da, noch einer. Bams. Auch nicht getroffen. Gibt's ja gar nicht. So, einsammeln. Wir lassen nichts verkommen hier. Wir können ja wohl mit den Sphärenscherben auch woanders hinreisen. Da bin ich mir ganz sicher. Sollten wir uns vielleicht auch mal genauer angucken. Warholm kennen wir ja jetzt ja eigentlich zur Genüge. Mit den Werwölfen, da muss ich nochmal gucken. Also das war, glaube ich, wirklich eine Saisonquest. Ich weiß nicht genau, wann das sein wird. Wir sollen nochmal gucken. Also wer was weiß, bitte Nachricht hinterlassen. Helft mir ein bisschen, dann läuft das alles hier ein bisschen flüssiger. So. Ach so, und bevor ich das verlese, wollte ich auch nochmal sagen, dass wir demnächst auch gerne wieder, oder dass ich demnächst auch gerne wieder einen Gast mit hineinnehmen möchte. Also wer Interesse hat, hier mal mit da dabei von der Partie zu sein, soll mich einfach anschreiben per PN oder per Mail. Findet ihr alles auf meinem Kanal. Und dann werden wir mal demnächst mal einen Termin ausmachen. Und dann können wir mal zusammen losziehen. Und ja, gegebenenfalls tatsächlich ein neues Gebiet mal erforschen. So. Sie haben Ihr Bündnis aufgekündigt. Julina, ich bin so erleichtert. Damit haben wir das Verbrechen des Nefertari-Kultes... dem Verbrechen des Nefertari-Kultes einen Riegel vorgeschoben. Leider ist die wilde Jagd damit noch nicht auf unserer Seite. Sie werden dich weiterhin angreifen, wenn du dich in ihrem Heim näherst. Ja, das hatte ich mir schon fast gedacht.
Wieso wird mir ausgerechnet das angezeigt? Nimm den Trauring vom leblosen Körper Ritter Leonards. Hatten wir das nicht schon längst gemacht? Hört mich an, der ich im Kerker der Seelen starb. Meine Seele floh im Körper dieses Bauern. Denn ich versprach meiner Liebsten einen Ring und werde erst scheiden, wenn dies eingelöst ist. So ihr mir gewogen seid, findet ihn bei meinem leblosen Körper. Ich erinnere mich, das ging aus Kings Hill hervor, dieser Auftrag. Und wir hatten ja die Leiche gefunden und wie es jetzt ja auch eben geschildert hat, hatte er sich ja, ich glaube hier unten war das einer, der stand hier unten irgendwo rum. War er das hier oder da? So genau weiß ich jetzt nicht mehr. Einer von den Leuten, die hier so rumstehen, war derjenige welche, der den Auftrag erteilt hatte, dass wir uns da mal umtun sollten. So, ja. Ihr seht, wir haben hier noch einiges an das sollte eigentlich alles so runter. So, dass wir also die Questgegenstände hier oben haben. Wofür waren die eigentlich? List des Magiers. Die Hohepriesterin Kalis war das. Dann haben wir den Käfigschlüssel, damit sollten wir auch jemanden befreien. Das heißt also, wenn wir jetzt in den Seelenkerker nochmal reingehen, um den Ring da auch zu holen, dann könnten wir das vielleicht auch mitmachen. Wäre vielleicht gar keine schlechte Idee. Okay, dann habe ich noch eine weitere Frage an euch. Ich habe ja irgendwann mal diesen Mantel hier, den Mantel des Eingeweihten, da habe ich irgendwie einen Auftrag bekommen und konnte dann bei Tabo so eine Rolle kaufen. Und dann hatte ich den Auftrag, die Sachen da dazu zusammen zu kramen und das zu machen. Und habe dann den Mantel bekommen. Jetzt ist der aber natürlich Level 16 schon ein paar Mal jetzt erhöht worden von mir. Ist jetzt langsam out of order, hätte ich beinahe gesagt. Und ich habe ja hier den Vertrag für den Mantel der Erkenntnis, aber da kann ich im Moment irgendwie gar nichts machen. Genau, nicht Tabu, Zahir war das, Entschuldigung. Dieser Vertrag beauftragt Zahir mit der Herstellung des Mantels des Erkennens gegen eine festgelegte Anzahl Münzen und ganz bestimmte, besondere, schwer zu findende Materialien. So, es geht hier aber nirgends so aus, ich weiß gar nicht, was ich da für Materialien dafür brauche. Das steht irgendwie nirgends. Also zumindest weiß ich nicht, wo soll ich das finden. Also hier unter den Quests ist da nichts von zu finden. Und lasst mich nicht lügen, aber ich meine, dass wir hier eine Eventaufgabe hatten da unten. Ach, guck mal, jetzt hier steht es doch, Eventaufgabe. Und da oben steht eben nicht Eventaufgabe. Also eigentlich sollte das nicht mit einem Event zusammenhängen, dass die Jagdgöttin nicht da war. Oder der Champion nicht da war. Also ich meine, das war entweder unter Nebenaufgaben oder hier unten stand das so. Ich würde natürlich jetzt gerne einen neuen Mantel machen. Ich weiß aber nicht, wie ich das jetzt aktivieren kann. Also wenn mir da einer was zu sagen kann, dann würde mich das natürlich sehr, sehr freuen und auch nach vorne bringen. Wie wäre es, wenn wir die Sachen hier einfach mal schon mal verhökern? Müssen wir nicht immer alles mit uns rumstören, ne? So, was habe ich gesagt? Seelenkerker war... können wir da hinreisen? Seelenkerker, wo war der denn noch?
Seelenkerker. Da ist er doch, Seelenkerker. Dann können wir direkt hinreisen. Ist besser, als wenn wir da jetzt ständig irgendwie immer hinreisen müssen. Dann haben wir auch ein bisschen mehr vom... von der ganzen Geschichte. So, und da sehen wir auch schon jede Menge Fragezeichen auf der Minimap. Das heißt, das könnte hier überall sein, ne? So, und das ist aber ja ein orangener Auftrag, also müsste das einer von den orangenen Fragezeichen sein. Und da wir uns hier befinden, sollten wir mal hier runtergehen. Das sagt er uns ja auch schon. Wir machen es wie üblich und versuchen möglichst mehrere zusammenzukriegen, auch wenn wir okay. Dann gleich hier auf einen größeren treffen. Also am liebsten ist mir das, wenn die Kleinen mir alle folgen, während ich hier so einen Rundumschlag mache. Dann kann ich mich nämlich... Ah, da komme ich nicht rauf. Das ist natürlich... Schade. Und da oben haben wir auch noch einen. So, komm. So, mal durchlaufen. Da oben war noch eine. Zwei. Okay. Komm, lauf mal dazwischen so, dass du die beide kriegst. Hier ist was los. Hier ist ja mal was los. Okay. Ich muss nur sehen, dass ich gleich alles einsammle hier. Nichts vergesse. So, wer beschießt mich? Schwebende Kugel. Ah, die kann ich zerstören. Cool. Noch eine, die ich zerstören kann. Jede Menge, die ich zerstören kann. Wozu gehören die eigentlich, die Aufträge? Was haben wir da? Da sitzt einer drin. Käfig geöffnet. Ah, okay. Wir können also Leute befreien. Ja, wir haben eigentlich, da haben wir eine ganze Menge hier zu tun, wie ich das so sehe. Ah, ist irgendwas? Habt ihr was? Also Sphärenschärfe. Käfig. 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 Hallo. Zerstören. Aufmachen. Yay. Und das dürfen wir natürlich nicht liegen lassen hier. So. Guten Tag.
Ist ja mal was los. Na gut, dann machen wir erstmal den. Ach, das ist der leblose Körper von Ritter Leonhard. Und dann kriegen wir unseren Ring. Natürlich. Sehr schön. Deswegen sind wir ja eigentlich hier. Aber jetzt müssen wir mal ein bisschen aufräumen hier. Und das sieht auch so aus, als müssten wir hier uns mal ein bisschen konzentrieren. Diese komischen Typen hier erstmal als erstes kaputt machen. So. Ja, kommt näher. Lohnt sich das? So, noch ein bisschen einsammeln hier. Hallo, kaputt machen. So. Ja, doch gelacht. Da haben wir wieder was zum kaputt machen. Erstmal rauslassen hier die armen Leute. Ja, komm mit. Typischer Fall von Kopfnuss war das, glaube ich. Liegt da was? Das sieht immer so aus, als ob da was liegt. Nee, da liegt aber leider nichts. Och, schade. Och, schade. Also, den Trauring haben wir jetzt. Was uns aber nicht davon abhalten soll, hier noch ein bisschen rumzuprügeln. Es ist so doof, dass die nicht mal stehen bleiben hier. Ja, kommt alle zusammen hier, los! Und jetzt sollte mal einer sterben, genau, damit ich mal hier... Heilung mir verschaffen kann. Kiste. Mensch, hier ist ja heute richtig was los. Spektakulum. So, was haben wir übersehen? Das hat mir auch gekillt. Da ist noch ein Käfig. Da müsste hier unten auch noch ein Käfig sein. Sehe ich das richtig? Ja. Sehe ich, glaube ich, richtig. Da ist noch ein Käfig. Ja. Schön. Und da ist eine Kiste. So, und das nächste orangene Fragezeichen ist auch wieder ein Käfig. Müssen wir aber ganz oben rumlaufen. Macht aber nur knapp die Hälfte. So. Dann wollen wir mal gucken, wo der letzte verbliebene Käfig ist. Da! Habe ich den vorhin übersehen? Kann das sein? So,
Das hätten wir also auch erledigt. Was auch immer jetzt da unten noch ist. So, den Trauring haben wir. Wir haben die Befreiung. Wo ist denn der Kerkermeister? Der ist... sprich mit der mit Stadtwache Morna im Kerker der Ewigkeit. Ist der auch hier drin? Sechs Statue. Das ist aber nicht hier. Wurzelgrund, Wurzelgrund. So, was jetzt die anderen Fragezeichen bedeuten, weiß ich nicht. Ich gehe nochmal da runter. Ich will jetzt mal gucken, was das Orangene da noch ist. Nee, das ist ja schon da. Das ist da unten, wo ich gerade war. Das sehe ich doch richtig. Ja, tatsächlich, da steht ja auch jemand, mit dem ich hätte sprechen können. Da war ich wohl vorhin zu schnell. So, das ist auch unsere Stadtwache Morna. Hallo! Endlich frei! Hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben, nachdem sie so viele Leichen und Gefangene hierher gebracht haben. Viele Kameraden waren auch darunter. Gehörst du zum Bündnis? Wer hätte gedacht, dass die Geschichte von der alten Ordnung wahr ist? So, und da du direkt was für mich hast, werde ich das natürlich annehmen. Juliner, ich möchte die Befreiung der Bürger nach Hause, die befreiten Bürger nach Hause begleiten. Dazu müsst ihr jedoch die unmenschlichen Kerkerwachen besiegen. Lenkt sie von uns ab. Okay. Befreiung Teil 2. Wir werden jetzt zurechtkommen, aber viele Bürger wurden noch weiter verschleppt. Ich mache mir Sorgen um sie, finde heraus, was diesen Leuten zugestoßen ist. Ich werde mich um unseren Rückzug aus dem Körker kümmern. Jo, mach das. Und ich krieg dafür einen Seelenstein. Das habe ich ja noch nie gesehen. So. Okay. Dann... machen wir das mal. Und zwar, liebe Freunde, beim nächsten Mal, wenn es hier weitergeht mit Let's Play Drakensang Online. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.